Hallo RCK-Challenge-Freunde, ich begrüße euch zu meinem kleinen Rennbericht vom vergangenen Wochenende aus dem Indoor Racing Senden. Die RCK-Challenge wurde hier mit rund 40 Nennungen ausgeführt, was fürs Indoor Racing schon relativ viel ist. Und zwar in den beliebten Klassen wie hier zum Beispiel Fronti, die ja auch mit dem 17,5-Turn-Motor gefahren werden. Nur die Räder sind natürlich anders wie in den anderen Klassen. Und neben der Klasse Fronti gibt es auch die sehr beliebte GT-Klasse, also in der GT-Challenge. Da ist auch der 17,5-Turn-Motor verbaut und wie gesagt andere Räder und andere Karosserien. Also der Motor findet hier sehr große Wiederverwendung. Und dann gibt es noch die Stock-Challenge, in der ich gestartet bin. Und das sehr erfolgreich, aber dazu später mehr. Was auch schon am Start war, war die brandneue Clubman-Challenge. Man könnte sie natürlich auch Express-Challenge nennen, denn es sind ja nur die Chassis von Express erlaubt. Die Leute haben sich hier wirklich Mühe gegeben bei der Lackierung und haben alles Mögliche auf die Beine gestellt, damit die Karos wirklich gut aussehen. Es wurde ja im Vorfeld abgestimmt, welche Karosse gefahren werden soll in dieser Saison. Und da ist die Wahl wohl auf diese BMW-Karo gekommen. Aber was da hübsch ist, das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. Also manche haben sich da schon etwas anderes einfallen lassen, um die Karo ganz besonders zu machen. Und ich habe mir diese Klasse natürlich auch ein bisschen genauer angeschaut und ich war überrascht, wie gut das Fahrverhalten auf der Bahn ist und was für einen Grip diese Autos aufbauen. Also das fand ich schon ziemlich krass und natürlich war das Level auch hier beim Fahren ganz vorne in den Finalen schon sehr, sehr hoch. Also die Jungs, die haben schon gewusst, was sie da machen. Also ich kann nur bestätigen, dass der Spaßlevel bei den Fahrern in dieser Klasse wirklich hoch war. Und es lag, glaube ich, nicht zuletzt daran, diese Klötze auf der Bahn zu bewegen. Wobei ich finde, dass der E30 M3 eins der schönsten Formen in der Automobilgeschichte zeigt. Also für mich zumindest, ist natürlich auch wieder alles Geschmackssache. Und wie bei jedem Rennen wurde natürlich sehr viel über Setup und andere Dinge, alles was den RCK-Sport betrifft, diskutiert. Die technische Abnahme war natürlich auch ganz gut ausgestattet mit allem, was notwendig ist. Und die Jungs haben ihren Job schon ernst genommen. Und so ein paar Sachen gehören einfach zum Indoor Racing dazu. Und das ist die Küche mit der sehr bekannten Currywurst und auch der Eingangsbereich. Der sieht tatsächlich so aus, da darf man sich nicht verwirren lassen, wenn man das erste Mal in Senden ist. Aus meinem Verein, den AMSC Augsburg e.V., auch genannt der Augustaring oder einfach nur Dasing, waren tatsächlich auch drei Kollegen mit vor Ort. Ach so genau, was ich hier auch noch unbedingt ansprechen muss, war die Reifenvorbereitung, die unheimlich wichtig war. Und hier ging es auch wieder um die Klebekante, so wie der Jan in Daun schon gesagt hat. Klebekante vor der Wind? Immer. Nie ohne. Also ich habe schon einige Verfahren gesehen, wie man eine Klebekante aufzieht auf das Rad außen. Aber das, was hier der Nobu macht, das schießt wirklich komplett den Vogel ab. Und ich weiß bis heute nicht, ob er das wirklich ernst meint, was er mir hier gezeigt hat. Aber ich muss sagen, ich habe meine Meinung tatsächlich zur Klebekante hin geändert. Denn auf manchen Bahnen bei viel Griff geht es einfach wirklich nicht anders. Nun noch kurz zu meinem Ergebnis in der Stock Challenge. Die Stock Challenge fährt auch den 17,5-Turn-Motor mit Tourenwagen-Karos und freiem Chassis und den gleichen Rädern wie die GT, also die 28 Shore Indoor-Räder. Ich konnte mich tatsächlich in den Vorläufen auf Platz 1 bewähren und bin somit von 1 gestartet und konnte diesen Platz in den Finalen auch tatsächlich dreimal verteidigen. Und das war schon nicht einfach, denn der Druck von hinten, von Christian und von der Nele, das kam dann schon irgendwann. Aber ich konnte den Nerven behalten und diesen Bulk an Autos anführen und mich selber zum Sieg fahren. Ich habe tatsächlich ein gutes Setup gefunden und konnte die Räder auch so vorbereiten, dass sie nicht zu viel Griff haben, aber auch nicht zu schiebig werden, also zu wenig Griff. Und somit konnte ich souverän das Rennen zu Ende fahren. Also zweimal Speed Picks hier vorne an der Speerspitze 1 und 2. Die 1 bin ich rechts, die 2 ist der Christian links. Und wir haben uns alle sehr gefreut, dass wir einfach hier auf dem Podium stehen, im Indoor Racing Senden. Mich hat es auch deswegen so gefreut, hier gewonnen zu haben, da ich meine allerersten Runden auf einer Bahn überhaupt hier im Indoor Racing Senden gedreht habe damals. Und dann ist es natürlich schon toll, hier gewonnen zu haben. Natürlich ist es somit meine Heimstrecke, aber ich muss dazu sagen, ich war die letzten paar Saisons kaum da zum Trainieren. Ich glaube, ich war so 3-4 Mal da insgesamt.
Herzlichen Glückwunsch nochmal von mir an alle Gewinner und an alle Leute, die da waren. Wir hatten richtig Spaß zusammen und nicht zuletzt ans Indoor Racing Senden, die dieses Rennen wunderbar ausgerichtet haben und an wirklich alles gedacht haben. Also macht's gut, euer Gregor.